Wir freuen uns auf das nächste Spiel. Der erste FSV Mainz 05 trifft auf den VfL Wolfsburg. Schiedsrichter der Partie ist Christoph Gerling. So, alle kurz 2 Sekunden durchgepustet. Und dann geht's Schlag auf Schlag weiter. Mit Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg. Der Titelverteidiger spielt um das Weiterkommen. Und haben den ersten Treffer und führen mit 1:0. Einzelaktion an der Bande und dann der Ball. Torschütze Maurice Bittroff. Und da ist es, das 1:0. Trifft zum 1:0 für die Mainzer, die ja auch als leichter Favorit aus meiner Sicht, aus den bisherigen Auftritten, in das Spiel gehen. 4:0 Sieg gegen die Mühlis, 4:2 gegen Gladbach, dann 1:1 gegen Arminia Bielefeld und dann gab es heute Morgen eine 1:4 Niederlage gegen starke Leipziger. Wolfsburg 1:1 gegen Schalke, 5:0 gegen die Mühlenkreisauswahl, eine 1:2 Niederlage gegen BVB und heute Morgen mit 1:4 gegen den 1. FC Köln verloren. Das ist der bisherige Turnierverlauf, der jetzt keine große Rolle mehr spielt. Schiedsrichter ist Christoph Gerling. Für den TuS Tengern an der Pfeife aktiv, 34 Jahre. Da haben wir ihn. Ganz erfahrener Mann, schon lange Jahre beim Frivel Cup dabei. So. Ballverlust jetzt hier. Amanumic für den VfL. Freistoßentscheidung. Ballverlust eben von Chris Rosenberger, der Mainzer Kapitän. Starke Technik. Das heute ging mal schief, ansonsten hat er uns schon durch viele, viele Kabinettstückchen begeistert. So, er hat auch bisher ein tolles Turnier gespielt. Wolfsburgs Torwart Max Herrewig hier wieder am Ball. Viele starke Paraden. Insbesondere gestern hier mit dem Fehlpass. Da haben wir wieder Rosenberger quergelegt. Einzelaktion nochmal und der Treffer. Stark gemacht von Jan Jakobianega. Dachte, die Situation wäre schon fast vorbei. Nach Vorlage von Rosenberger. Hier kriegt er den Ball. So, dann dachte ich, wäre der Wackler schon. Einer zu viel. Und dann schließt er doch mit rechts ab. Und der Nahalamarsch ertönt in Ostwestfalen.
Wolfsburg schafft es noch nicht so wirklich. Dynamik und Zielstrebigkeit Richtung Tor der Mainzer zu entwickeln. Mainz bestimmt das Geschehen, Mainz bestimmt das Tempo des Spiels. So, jetzt machen die Wölfe mal Druck. Mainz kriegt sich wieder befreit. Rebelweg quer übers Feld. Von Paul Hanfland. Er tritt hier in den Bauch. Unabsichtlich an Tyrone Jarrett. Liegt hier vorne noch, jetzt gesehen von Christoph Gerling. Genau, gleich die Entschuldigung, war auch keine Absicht. Einfach unglücklich, die Aktion. Sherbert jetzt auch vom Feld. Wieder Mainz im Ballbesitz. Zehn Teilnahmen, kleines Jubiläum hier für die Mainzer. Wir haben auch schon einige bekannte Spieler hier gehabt für Mainz. Riddle Baku, Finn Dahm, Keeper vom FC Augsburg, war hier für Mainz 05. Lennart Grill, Keeper vom VfL Osnabrück, war hier. Nächste Möglichkeit und starke Parade von Max Herrewig. Nach dem Abschluss von Toni Hartelt, der auch zum erweiterten Kreis der U16-Nationalmannschaft gehört. Nächster Abschluss Mainz 05. Also Führung der Mainzer. In jedem Fall verdient, da ist der nächste Versuch von Toni Hartelt. So, Wolfsburg erhöht das Risiko. Setzt hier auf den Feldspieler am Tor, Tim Reuper. Jetzt am Ball. So, wird nicht attackiert, schießt. Endlich mal ein Abschluss, endlich mal ein bisschen Torgefahr. Wolfsburg muss den Druck erhöhen. Nächste Foul an Toni Hartelt. Heftiges Duell da. Stark behauptet von Arma Numic, Wolfsburgs Nummer 19. 4 Saisontore im Ligabetrieb, die Wolfsburger. Tabellensiebter in der Regionalliga. 6 Punkte, 1 Unentschieden. 6 Siege, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen. Vier Sekunden waren abgelaufen. Wolfsburg jetzt wieder mit dem Keeper im Tor. Heißt bei Mainzer Ballbesitz, wenn es passt, tauscht man das. Genau richtig, sind noch 4 Minuten. Keine Notwendigkeit, völlig blind ins Risiko zu gehen. Und sie tauschen, so wie jetzt auch beim eigenen Ballbesitz, dann zurück. Stark behauptet Max Greger, holt den Freistoß. Jetzt sehen wir wieder den Wechsel. Wolfsburg hat den Ball. Tim Reuper. Dabei, guter Spielzug. Davon mehr, mehr Spielfluss, mehr Struktur. Die brauchen ein Tor, um wieder den Fuß in die Tür zu bekommen. Haben jetzt mehr Ballbesitz als noch zu Beginn des Spiels. Gute Gelegenheit jetzt, starke Parade von Genti Morina. So, langer Ball
bekommt Jan Janeger nicht vollständig verarbeitet. Oh, Ballverlust, unnötiger Ballverlust. Das ist Rosenberger. Rosenberger, knapp. So, starkes Spiel jetzt über die Bande. Im Zentrum wäre ein bisschen Platz. Bekommt Mats Runge nicht hin. Oh, da hat Mats Runge den Wechsel nicht mitbekommen. Nächste Ecke futsch. Foulspiel von Finn Marco Lux. Kurze Ermahnung von Christoph Gelding. Da noch mal ein paar beruhigende Worte und dann können wir in die letzten 1 Minute 40 gehen. Bevor es gleich nochmal heiß hergeht, geht es hier gleich weiter mit Hertha gegen Werder Bremen. Schöne Einzelaktion hier an der Bande von Paul Hanfland. Nicht vom Ball zu trennen und die Uhr läuft natürlich immer weiter. Jetzt Freistoß für Adrian Nikishin. Ja, kein Foul, ist auf den Ball ausgerutscht. Aber Numic. Hier verliert auch Paul Hanfland seinen Körperschwerpunkt. Überzahl jetzt für die Wölfe. Große Möglichkeit. Und dann ist wieder Genti Morina da. Und er hält und Mainz trifft im Gegenzug. Und das dürfte wohl die Entscheidung gewesen sein. Maurice Bittroff mit dem Treffer. Vorausgegangen, diese starke Parade von Genti und genau der Gegenzug. Toller Ball. Und dann mit dem ersten Kontakt trifft Bittroff gegen Räuper. 3-0 Mainz. Sekunden vor Ende der Partie. Wolfsburger damit nur ein Sieg im Turnierverlauf gegen die Mühlenkreis Aswal. Hier zumindest der Ehrentreffer durch Luka Logiva. Aber 21 Sekunden. Schön den Abpraller genutzt im ersten Kontakt. Keine Chance für Genti Morina. Oh, jetzt hätte ich fast was gesagt. Wenn der reingeht, steht es 3-2. Und wir haben noch 15 Sekunden auf der Uhr. Wölfe wieder am Ball. Mainz gerade wild. Gibt jetzt nochmal Freistoß für Mainz 05. 9 Sekunden. Über die Bande. Nochmal der Ball. Das war's. Wir gratulieren Mainz 05 zum Einzug.